Hey Leute, heute habe ich hier eine Siemens Waschmaschine, die blinkt nur ganz komisch bei den Schleuderdrehzahlen, sonst macht die überhaupt nichts mehr, egal welches Programm man einstellt. Da müssen wir die Motorkohlen wechseln und ganz am Ende den Fehlercode mit einer Tastenkombination löschen. Das Motorkohlenwechseln zeige ich euch jetzt bei einer anderen baugleichen Maschine und ganz am Ende, wie gesagt, das Fehlercode rauslöschen. Als erstes müssen wir die hintere Abdeckung abnehmen, um an die Riemenscheibe zu kommen. Weil um den Motor auszubauen, müssen wir den Riemen von der Scheibe nehmen. Dazu dreht ihr die Schraube auf, das ist eine 20er Torx-Schraube. Und die Abdeckung ist hier oben nur eingeklemmt, also mit einer Schraube zu lösen und einfach abnehmen. Dann seht ihr schon den Riemen, den könnt ihr gerade ein bisschen zu euch ziehen und die Riemenscheibe ein bisschen drehen, dann fällt der schon entgegen. Als nächstes müssen wir von unten an die Maschine, dafür legen wir sie jetzt auf die Seite. Ich empfehle immer die Seite, wo der Wasserschieber ist. Falls ihr nämlich noch Restwasser in der Maschine haben solltet, dass euch das nicht in die Steuerelektronik läuft. Natürlich vorher alle Schläuche abklemmen, Strom abklemmen und das Wasser am Flusensieb unten ablassen. Je nachdem, was für ein Modell ihr habt, habt ihr entweder so eine Kunststoffbodenwanne, eine aus Metall oder teilweise sogar gar keine. Hier haben wir auch wieder 20er Torx-Schrauben rundherum. Die drehen wir jetzt alle raus. Bei der letzten Schraube den Deckel festheben, dass er euch nicht runterfällt, weil wir haben noch den Schwimmersensor hier hinten dran und der ist mit dem Kabel natürlich verbunden. Hier hinten dran haben wir den Schwimmersensor. Erstmal legen wir das Kabel aus, dass wir ein bisschen mehr Spielraum haben. Können wir die Abdeckung hier öffnen, mit zwei Kunststoffhaken fixiert. Und danach können wir den Stecker lösen. Hier sehen wir jetzt den Motor. Der war schon mal draußen, so wie das aussieht, weil das nicht die Originalbefestigung ist von dem Kabel. Dann ziehen wir die Erdung ab von dem Motor. Der hat auf der Rückseite einen kleinen Knopf. Den muss man reindrücken. Wenn das nicht mit den Fingern schafft, dann mit dem kleinen Schraubendreher. Den Stift hier nach innen drücken und dann kann man es ganz leicht abziehen. Der Motorstecker an sich hat nochmal zwei kleine Knöpfe unten. Die müsst ihr drücken. Dabei ein bisschen wackeln, nicht am Kabel reißen, das ist ganz wichtig. So, und jetzt ist der Motor nur noch mit zwei Schrauben befestigt. Das sind 10er Sechskantschrauben. Ich habe hier so einen Ringrettschlüssel. Damit kommt er am besten hin, weil ihr habt hier nicht viel Platz zum Gehäuse. Und wenn die Schraube immer weiter rauskommt, kommt man meistens mit der Retsch nicht dran. Das Ganze geht natürlich auch mit dem Gabelschlüssel. Und dann einfach die Schrauben komplett rausdrehen.
Wenn ihr so große Hände habt wie ich, dann ist es schwierig, weil es ist halt nicht viel Platz da drin. Und da erleichtert einem der Ringbrettschlüssel doch deutlich die Arbeit. So, jetzt haben wir die zweite Schraube auch draußen. Jetzt hängt der Motor nur noch auf diesen vier Führungen. Und um die auszubauen, nehmen wir gerade irgendwie ein Werkzeug, einen Schraubendreher oder einen Schlüssel und hebeln das so ein bisschen vor. Vorsicht, der Motor ist sehr schwer, dass er euch nicht auf die Finger fällt. Und rausnehmen. Hier haben wir jetzt so eine Motorkohle, die hat auch wieder einen Stecker. Der hat auf der Unterseite einen kleinen Knopf. Den könnt ihr entweder mit den Fingern, wenn ihr es schafft, reindrücken und abziehen. Oder ihr drückt wieder unten mit einem Schraubendreher oder einer kleinen Zange gegen und zieht das vorsichtig ab. Das Kabel ist sehr kurz, nicht dran reißen. Und dann verschieben wir die Platte von der Motorkohle so weit nach hier oben, bis sie sich einfach rausnehmen lässt und ziehen sie dann wieder ein Stück zurück. So, darunter sitzt eine Feder und darunter die Motorkohle. Die hier ist jetzt ziemlich lang noch. Wir hatten teilweise schon, dass die nur noch ein paar Millimeter lang waren. Die neuen Motorkohlen sind ungefähr so lang. Also die sind eigentlich noch nicht alt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das Problem lag. Dazu machen wir erstmal die zweite raus. Die sitzt auf der anderen Seite des Motors. Stecker abziehen, nach drüben drücken, hoch und wieder raus. Und da stimmt was nicht. Hier sehen wir, dass die Motorkohle ganz ausgebrochen ist an zwei Stellen. Da müssen wir uns genau den Kollektor angucken, auf dem die Motorkohle läuft. Ob der Kollektor beschädigt ist oder ob die Kohle einfach nicht richtig eingesetzt war. Den Kollektor zu filmen ist ein bisschen schwierig, aber durch die Öffnung könnt ihr ihn sehen. Ich drehe jetzt mal die Motorwelle und dann seht ihr diese einzelnen Abschnitte. Und da ist auch schon irgendwas drauf. Das werde ich mir jetzt ganz genau angucken, ob das ausgebrochen, beschädigt oder irgendwie verbrannt ist. Falls der Kollektor beschädigt ist, kann man den Motor nicht mehr verwenden und muss den ganzen Motor ersetzen. Gibt es natürlich auch günstige, gebrauchte Ersatzteile dafür. Wenn der Kollektor aber in Ordnung ist, werden wir den einfach reinigen, den ganzen Motor mit Druckluft auspusten, um ihn sauber zu bekommen, dass dieser ganze Kohlenabrieb rauskommt und dann können wir es wieder zusammenbauen. Wenn man sich die eine Motorkohle ganz genau anschaut, nehmen mal die Hand dahinter, dass der Autofokus schaltet. So. Wenn man sich die eine Motorkohle ganz genau anschaut, sieht man, dass die vorne verbogen ist. Ist auch ein außergewöhnlicher Defekt, aber na gut, man sieht immer wieder was Neues. Dementsprechend machen wir den Kollektor jetzt sauber, weil der ist in Ordnung. Und verbauen nagelneue Motorkohlen. Der Kollektor sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Den müssten wir jetzt hier gar nicht groß reinigen. Dazu nehme ich so ein Schleifvlies. Schleifpapier würde ich davon abraten, wenn dann ein ganz, ganz feines. Und legen das hier auf den Kollektor. Halten das mit einem Finger fest. Und drehen langsam vorne die Motorwelle und schleifen so mit dem Kollektor einmal ein bisschen ab, dass der wieder schön sauber ist und glänzt. Und ihr seht, dass der jetzt so kupferfarben glänzt und dann könnt ihr euch noch mal ganz genau die einzelnen Abschnitte oder Stege oder Lamellen von dem Kollektor anschauen, ob da irgendwelche Beschädigungen sind. Der hier sieht jetzt sehr gut aus, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Dementsprechend werden wir jetzt den Motor noch mit Druckluft reinigen, um den ganzen Kohlenabrieb aus dem Motor rauszubekommen. Ist eine optimale Sache, das mit Druckluft zu machen, aber dann im Freien, weil der Staub der Motorkohlen
natürlich nicht gerade gesundheitsförderlich ist. Zu montieren kann es manchmal nötig sein, diesen kleinen Hebel hier ein klein wenig zu lockern, die Kohle einzusetzen und ihn dann wieder reinzudrücken. Auch ist interessant die Oberfläche der Motorkohlen. Die benutzten Motorkohlen sind ganz glatt und glänzend. Die neuen Motorkohlen haben so eine geriffelte Oberfläche. Die geriffelte Oberfläche führt dazu, dass bei den ersten paar Schleudergängen die Maschine ein surrendes Geräusch macht. Ich sage gerne, das klingt wie so ein Düsenjet, was sich aber nach ein paar Schleudergängen gibt, bis die Oberfläche richtig eingelaufen ist. Zu beachten ist beim Einbau die Richtung der Motorkohle. Der Kohlenhalter zeigt nicht auf das Zentrum vom Motor, sondern ein Stück daneben. In dem Fall jetzt hier nach drüben. Dementsprechend bauen wir die Kohle so ein, dass die Schräge Richtung Zentrum zeigt. Dafür setzen wir die Motorkohle wieder ein. Dann hängen wir die hintere Seite von diesem Plättchen ein, drücken es nach unten und tun es wieder zu mir hin wegziehen. Jetzt müsst ihr dieses Plättchen festhalten und den Stecker wieder draufstecken, bis der richtig einrastet. Ihr merkt, dass der dann nicht mehr einfach sich abziehen lässt durch diesen kleinen Haken, der da drin ist. So, und so haben wir schon die erste Motorkohle gewechselt. Dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite. Hier wieder auf die Einbaurichtung achten. Der Kohlenhalter geht hier aus in der Mitte. Dementsprechend nehmen wir die Schräge wieder zur Mitte hin, setzen die Kohle ein. Dann die hintere Platte einsetzen, das hintere Stück der Platte einsetzen, in diese Aussparung nach unten drücken und wieder zurück. Jetzt halten wir das wieder fest und schieben den Motorstecker drauf. So. Gucken, dass er richtig sitzt, das ist ganz wichtig. Und schon haben wir die Motorkohlen an den Motor getauscht. Und jetzt geht es wieder ans Zusammenbauen. Jetzt sind wir schon wieder beim Einsetzen von dem Motor. Achtet darauf, ihr habt hier so Gummiteile dran, an zwei dieser Führungen. Manchmal bleiben die auch am Motor kleben, dass ihr die wieder richtig draufsetzt, dass die euch nicht verloren gehen. Das ist wichtig für den korrekten Sitz des Motors. Dann setzen wir den Motor an allen vier Zapfen an und schieben ihn einfach, soweit es geht, mit der Hand wieder drauf. Jetzt kommen die zwei 10er Sechskantschrauben wieder rein und alles wieder schön festziehen. Schrauben festdrehen, aber nicht abreißen.
Jetzt ist der Motor schon fest. Jetzt schließen wir als nächstes die Kabel wieder an. So stecken wir den Motorstecker auf und drücken ihn richtig rein, bis er ganz am Ende des Sockels sitzt. Und natürlich das Erdungskabel nicht vergessen. Es ist ganz wichtig, das wieder richtig aufzusetzen. Jetzt werden wir hier noch einen kleinen Kabelbinder dran machen. Und dann kann man es wieder fertig zusammenbauen. Jetzt schnell ein bisschen Eigenwerbung. Wenn euch das Video hilft, wenn ihr es gut fandet, lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen da, unterstützt mich ein bisschen. Ich verlinke euch wie immer alle Teile und alles an Werkzeug unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt, den Kanal hier ein bisschen größer aufzubauen. So, jetzt das Kabel noch, den Kabelstrang noch befestigen. Das ist das, der nicht vibriert und kein Kabelbruch entsteht. Häufig ist bei den Maschinen auch noch eine Kunststoffabdeckung, die den Motor umschließt. Wenn die natürlich dabei ist, baut die wieder mit ein. Der Hersteller macht sich da schon Gedanken, warum er sowas verbaut. So, das Ende ab. Und jetzt können wir schon dran gehen, den Riemen wieder aufzusetzen. Die Riemen haben keine Laufrichtung. Also es ist egal, ob ihr den rechts oder links rum quasi drauf montiert. Dann führt man erst zu hinten auf diese Welle auf und zieht ihn dann nach vorne. Der Riemen liegt jetzt unten an der Riemenscheibe vom Motor an. Setzen wir ihn oben auf die große Riemenscheibe auf und drehen diese langsam rum und heben den Riemen dabei einfach fest. Langsam, so. Und schon ist der Riemen wieder auf der Waschmaschine drauf. Jetzt könnt ihr natürlich nochmal unten an der Motorwelle genau gucken, dass er auch mittig auf dieser Welle sitzt und das alles richtig passt und er nirgendwo schleift. Das ist ganz wichtig, dass ihr das jetzt kontrolliert, bevor ihr es zusammenbaut und dann merkt, dass ihr einen Fehler drin habt. Jetzt gehen wir schon wieder dran und bauen die Bodenwanne ein. Hier habt ihr den Stecker wieder. Den einstecken. Kabel wieder in die Führung einhaken. Und den Deckel wieder schließen. Bis er auf beiden Seiten richtig eingeklippt ist. Abdeckung aufsetzen und dann die 8 Schrauben wieder reindrehen. Passt auf, was ihr anfasst, der Kohlenstaub in der Maschine ist überall, alles ist schwarz und was ihr jetzt anfasst, kriegt natürlich schwarze Fingerabdrücke. Jetzt müssen wir die hintere Abdeckung wieder einsetzen. Die hat hier oben zwei solche Haken und hier zwei Markierungen. Und das Blech sitzt hier oben in der Maschine. So, dass beide Markierungen denselben Abstand haben. Und dann wird die einfach da unten geklappt und mit einer Schraube gesichert. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man die Motorkohlen ausbaut, den Motor reinigt und das Ganze wieder ordentlich zusammenbaut, dass es wieder funktioniert. Nur leider blinkt der Fehlercode jetzt immer noch. Da hat sich überhaupt nichts geändert durch das Motorkohlenwechseln und das müssen wir jetzt mit einer Tastenkombination löschen. Drehschalter auf 6 Uhr, also schleudern, spülen stellen, dann den Drehzahl-Wahltaster gedrückt halten und den Drehwahlschalter in
im Uhrzeigersinn eine Stelle weiterdrehen und 3 Sekunden den Schleuderdrehzahlknopf halten. Jetzt ausschalten. Und jetzt ist der Fehler gelöscht. Ihr könnt natürlich auch ohne Kohlenwechsel den Fehler löschen. Das Problem wird aber sein, dass die Kohlen so weit abgenutzt sind, dass erstens der Fehler sehr schnell wiederkommen wird und zweitens der Motor im schlimmsten Fall irreparabel beschädigt wird und der ganze Motor ausgewechselt werden muss. Sollte der Fehler trotzdem Kohlentauschen wiederkommen, dann ist wahrscheinlich euer Motor schon so weit beschädigt, dass er gewechselt werden muss. Wie immer findet ihr Links zu Ersatzteilen unten in der Videobeschreibung, schaut da mal rein. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen zu den Videos habt, dann schreibt es gerne in die Videokommentare. Ich werde euch allen versuchen weiterzuhelfen bei euren Fragen. Und hier sieht man jetzt noch schön, dass die Maschine gleich anfängt wieder zu drehen und der Motor wieder läuft. Und wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst mir ein Like auf das Video da und ein Abo auf meinen Kanal. Das kostet euch nichts und mich unterstützt das sehr. Und seit neuestem könnt ihr auch Kanalmitglied werden. Da möchte ich nochmal Danke sagen an alle, die bereits Kanalmitglied sind und mich so bei meinen Projekten unterstützen. Dann bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.